Hier wurde im letzten Jahr mal der Baumbestand abgemacht, aber da hinten steht noch ein schwerer Baum. Da ist wahrscheinlich der Borkenkäfer drin. Der ist ganz braun. Ein paar Schritte weiter liegen jetzt schon hier die abgemachten Bäume, die wahrscheinlich mit dem Borkenkäfer befallen waren. Da ist schon Vogelkot. Die haben wahrscheinlich schon nach diesen Käfern gesucht. Nur ein paar Meter weiter davon sieht man hier auch schon die kahlen Bäume. Wahrscheinlich ist da auch Borkenkäfer drin. Ich gehe hier ja schon 30 Jahre spazieren, mehr als 30 Jahre. Mir ist aber erst in diesem Jahr aufgefallen, in diesem Jahr 2019, dass hier so ein hoher Bestand an Borkenkäferbefall ist. In dem Waldstück ist das besonders schlimm. Hier sind schon einige Spuren, als würde oder als wäre schon irgendwas abgemacht worden. Ich habe jetzt mal versucht, die Baumrinde zu entfernen. Da sieht man aber die Spuren. Ich habe ja keine Ahnung davon. Aber außer ein paar Baumasseln habe ich hier nichts gefunden. Da sind wohl die kleinen Borkenkäfer noch. Gar nicht gewusst, dass sie so klein sind. Die haben sich da verschanzt. Ist ja auch kein Wunder. Die umgefallenen Bäume liegen ja schon seit Monaten rum. Hier sind auch noch einige Borkenkäfer zu sehen. Nur ein paar Meter weiter, wo ich den Borkenkäfer gefunden habe, liegen immer noch die Bäume rum. Die sind hier im April, das ist mittlerweile ein Jahr her, hier umgefallen. Und bei dem letzten Sturm haben sich noch ein paar dazugelegt. Die liegen hier kreuz und quer an der Bildeiche. Wie gesagt, da liegen einige schon seit einem Jahr, aber jetzt bei dem letzten Sturm, Eduard, da haben sich noch ein paar dabei gelegt. Wahrscheinlich haben sie gemeint, da liegen schon ein paar. Legen wir uns mal dazu. Wahrscheinlich haben die vom Forstbetrieb so viel zu tun, damit sie die nicht mehr wegmachen können. Dieser abgebrochene Tannenbaum
hat auch noch eine Buche mitgenommen oder eine Eiche.